Wir sind endlich beim Finale angekommen des Marilyn Manson Album Reviews von Julianus Caesar und Johannes Oletor. Und zwar nämlich dem Album, was erst letzten Monat rausgekommen ist. We Are Chaos. Dieses Mal war der Marilyn Manson wieder so freundlich und hat den Namen des Albums auf das Cover draufgeschrieben, dass es ja jeder weiß. Ja, We Are Chaos. Passenderweise am 11. September, weil das Album war eine Katastrophe. Ja, naja, also ich finde, das Album war jetzt keine ultimative Katastrophe, aber es gibt definitiv, weißt du, wisst ihr, bei Pale Emperor, da gab es Lieder, die waren relativ gut und ein paar Lieder, die waren relativ schlecht, aber es gab keine Lieder, die waren furchtbar. Und es gab keine Lieder, die waren genial. Und bei dem Album gibt es keine Lieder, die waren genial. Also, ja, kommen wir zum Review. Das Cover zuerst einmal schauen wir uns das an. Ja, der Marilyn Manson probiert sich in abstrakter Kunst, dieses Mal natürlich ein Selbstporträt à la Thaddäus. Sehr gelungen, wirklich unglaublich. Ein echter Künstler ist er. So, dann kommen wir zur Musik. Die Musik ist leider Gottes sehr country-lastig, da sich der Marilyn Manson in seiner unglaublichen Weisheit dazu entschieden hat, mit einem Country-Sänger sein nächstes Album aufzunehmen. Natürlich sind nicht alle Lieder sehr country-lastig. Der Country-Sänger Shooter Jennings oder wie auch immer ist nämlich nur der Produzent und nicht gleich der Sänger zum Glück. Ja, also ist das Ganze kein komplettes Zugunglück? Oder ja, aber ja, natürlich. Ja, also kommen wir gleich mal zu dem, worüber wir beide reden wollen, und zwar der furchtbaren Single We Are Chaos. Das ist so ziemlich eines der schlechtesten Lieder, die ich je gehört habe. Und definitiv das schlechteste Lied von Marilyn Manson, was der Typ je produziert hat. Ja, und auch das Musikvideo, wie es rauskommt, ist das halt auch ziemlich komisch und abstrakt und hässlich, könnte man sagen. Man fühlt sich irgendwie so, als hätte Marilyn Manson das Musikvideo gemacht und das Lied geschrieben, nachdem er gerade Joker geschaut hat und ein bisschen zu viel Red Bull gesoffen hat dabei. Ja, also ungefähr so tief ist die Message von dem Lied und dem Video. Wir sind das Chaos, Leute. Wir sind das Chaos. Wir sind so einzigartig. Ja, wir sind fucked up, wir sind kompliziert und wir sind Chaos, Leute. Merkt euch das. Ja, das fühlt sich meiner Meinung nach an wie ein neues, da hätte das Lied genauso gut We Live in a Society nennen können. Aber offenbar war ihm das noch zu blöd, leider. Das hätte das Lied wenigstens irgendwie witzig gemacht. Ja. Okay, dann reden wir mal von den anderen Liedern. Natürlich, es gibt wieder ein paar gute Lieder, wie zum Beispiel Perfume oder Infinite Darkness. Aber die meisten Lieder sind eher wieder relativ soft, ohne wirklichen Grund dazu. Ein paar Lieder sind eiskalt Liebeslieder, wie zum Beispiel Paint You With My Love. Ja, Paint You With My Love, das finde ich ist zwar, beim ersten Teil ist es so ein richtig schnulziger Schlager irgendwie. Und im zweiten Teil kommt dann noch so der Heaven Upside Down Rock'n'Roll Teil, der dann ein bisschen besser ist. Ja. Und ja, mein Lieblingslied von dem Album ist Perfume, weil es erinnert mich ein bisschen an die Zeit von Heaven Upside Down. Und Johannes, wie schaut's bei dir aus? Ja, mein Lieblingslied ist Paint You With My Love, weil es halt einfach der zweite Teil auch wieder relativ unerwartet ist und deswegen besser ist. Ja, und das Album kriegt von mir ein 2 von 5. Ja, von mir kriegt es auch nur 2 Sterne. Sorry, Manson, Marilyn. Ja, und damit beenden wir unsere legendäre, heiß erwartete Review-Serie. Ah ja, ich habe noch die CD aus diesem Album rausgeholt, weil aus irgendeinem Grund dachte sich der Marilyn Manson, er ist jetzt zu fein für dieses klassische CD und er muss unbedingt so ein biotechnologisches Ding machen, wo du die CD da reinschiebst und dann wieder rausholen musst. Und ja, das ganze Album ist aus Papier. Ich meine, vielleicht ist das einfach nur irgendeine merkwürdige, spezielle, limitierte Variante, aber ich persönlich habe
normale CD-Hüllen lieber. Und ja, das ist wie gesagt das Ende von der legendären Album-Review-Serie. Ja, vielleicht seht ihr später noch die beiden Alben Portrait of an American Family, sein erstes Album, und Born Villain, das Album von 2014, was wir. Nein, 2012, nein. Ja, 2012. 2012. Nein, am Ende von der Review-Serie haben wir das schon längst einblendet. Achso, ja, stimmt auch. Okay. Also, dann seht ihr vielleicht noch Smells Like Children, die ein merkwürdiges Album, aber definitiv hörbar. Also, ja, dann sehen wir uns im nächsten Projekt, das Julianus Caesar anfängt, oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Ciao.